Willkommen zu diesem Video, wir sind Deep7 und das ist unser Nation Guide. In dieser Videoreihe fassen wir Einsteigerinformationen zu den verschiedenen Nationen in Age of Empires 3 zusammen und erklären die Stärken und Schwächen sowie die größten Unterschiede. Falls ihr noch mehr wissen wollt, schaut in der Playlist und auf unserem Channel vorbei, denn dort findet ihr weiteren heißen Scheiß zu AOE und anderen Games. Viel Spaß und los geht's. Jo Leute, was geht ab und willkommen zum nächsten Nation Guide von uns. Und ja, heute haben wir mal die Haudenosaunee oder ehemals Irokesen am Start. Ja, das ist mal wieder so eine Indianer-Sith in H3.de und deshalb gibt es wieder einige Besonderheiten und Unterschiede. Der Start ist nichts krass anderes. Ihr habt wie Indianer typisch nur 5 Siedler zu Beginn. Zusätzlich gibt es aber noch einen Aufbautrevor, mit dem könnt ihr zum Beispiel schon mal ein Haus bauen. Oder ein Feld, wenn ihr ganz viele Viecher auf der Map gesammelt habt, weil das Feld zählt wie bei den Indianer-Siths üblich halt auch als Viehstall. Aber einen Handelsposten könnt ihr damit leider nicht nehmen. Außerdem habt ihr Shell als Kundschafter und damit ist nicht die Tanke gemeint, wo euer Vater immer das V-Power Super Plus in seinen Van laufen lässt. Aber der Typ hat auf jeden Fall so ein Zeug getankt, denn er hat später 3 Fähigkeitsangriffe zur Verfügung und bietet zusätzlich eine Lebens- und Trefferpunkt-Aura für eure Units. Das heißt, er kann eure Armee später beim Angriff gut unterstützen. Einige übertreiben es mit dem Typen regelrecht, da er per Heimatstadtkarte auch zur Abrissfirma mit dem Namen Wir zerstören alles, auch den Spielspaß wird. Das ist eine ekelhafte Taktik, besonders zu Anfang. Und ja, wenn man natürlich weiß, wie man sie auskontert, geht's auch wieder. Wenn nicht, dann hat man halt erstmal ein Problem. Yo Leute und willkommen noch von meiner Seite. Genau wie beim Lakota-Stamm gab es seit der Definitive Edition eine ethische Anpassung, weshalb der Stamm nur noch per Stammesmarktplatz an den Goldminen sammeln kann. Das Ding kostet bekanntlich 25 Holz und es können maximal 5 Märkte um eine Mine gebaut werden. Wo man am besten Gold sammelt, dazu haben wir ja schon mal ein eigenes Video gemacht, schaut dort auch gerne mal vorbei. Das findet ihr jetzt hier irgendwo verlinkt. Wirtschaftlich gesehen gibt es dann, wie bei den anderen Nationen, dann noch Felder und Gutshöfe zur Verfügung. Auf denen kann man dann mit bis zu 10 Siedlern typisch eben Nahrung oder Gold sammeln. Und als Big Button gibt es dann dort jeweils Rohstofftruhen für die Spielzeit von bis zu 30 Minuten und für jeweils 10 Minuten gibt es dann 500 Einheiten. Es lohnt sich also erst später im Spiel. Das gleiche gilt auch in den Häusern. Dort könnt ihr euch genauso per Big Button dann Holz beschaffen. Ein Haus hat anders als bei anderen Nationen sogar 15 Bevölkerungsplätze, kostet dafür aber dann auch 25 Holz mehr, also insgesamt 125 Holz. Wie bei den anderen Indianern auch, habt ihr einen Gemeindeplatz oder früher auch Feuerstelle, wo ihr mit Heilern oder eben auch Siedlern Boosts organisieren könnt, wie eben nachts im Park beim Dealer eures Vertrauens. Das heißt, ihr habt mit jedem Zeitalter weitere Tänze zur Verfügung und allgemein sind das die folgenden. Einmal die Erntezeremonie, die verkürzt die Ausbildungszeiten. Die Gabenzeremonie, die gibt euch stetig XP-Zufuhr. Dann gibt es noch die Kriegshäuptling-Zeremonie, die gibt euch halt mehr Lebenspunkte für den Häuptling und bringt ihn, wenn er halt tot ist, auch wieder zurück. Die ist ganz interessant bei der Sith, kommen wir später noch zu. Dann gibt es noch die Kriegerbeschwörungszeremonie, die erschafft dann stetig eben Kriegsmönche. Dann gibt es noch die Kriegszeremonie an sich. Die gibt dann halt Angriffsschaden für die Units, also die erhöht diese quasi, und die Heilerzeremonie und dort werden dann Heilerinnen ausgebildet. Und speziell gibt es dann einmal noch die Gründerzeremonie, die bringt dann euch stetig Aufbautrevois und die Erdmutterzeremonie, welche dann für jeden Spieler auf dem Gemeindeplatz wieder einen Bevölkerungsplatz freimacht, also maximal 25. Das ist ganz cool, das kann man dann einfach mal umstellen, wenn man noch mehr Units ausbilden will. Und als Heimatstadtkarte gibt es dann noch die Wasserzeremonie, die dann eure Lebenspunkte der Boote erhöht und eben die Stadtzeremonie, welche dann nochmal die Angriffs- und Lebenspunkte von Gebäuden erhöht, also auch ziemlich geil. Ja, und als Big Button könnt ihr hier auch wieder zuschlagen und euren Helden eine Heilungsfähigkeit verpassen. Yo, und bei den Units haben wir auch wieder ein bisschen was anderes am Start. In der Kriegshütte, das ist wieder so ein Wachposten und Kaserne in einem, kann man zum Beispiel Arena ausbilden. Das sind quasi die typischen Armbrustschützen für diesen Stamm. Sie sind besonders gut gegen Infanterie und kosten ausschließlich Nahrung. Zudem haben sie eine gute Geschwindigkeit von 5,0 Speed, was sie ziemlich flink macht. Kassieren tun sie natürlich im zweiten Zeitalter am meisten gegen Nahkampfkavallerie. Außerdem gibt es den Tomahawk-Werfer. Der ist ähnlich wie ein Musketier, aber mit gutem Nahkampfschaden gegen Kaff. Er wird nur von den indischen Sepoys und den osmanischen Janitscharen übertroffen. Da er aber einige gute Heimatstadtkarten besitzt, kann man ihn im Handelszeitalter richtig aggressiv machen und ist deshalb wohl im zweiten Zeitalter verständlich einer der häufigsten ausgebildeten Krieger auf dem Schlachtfeld der Iruk. Hier, Hode, ach, Kacke, ihr wisst, was ich meine.
Der Elite-Waldstreuner ist ab Age 3 verfügbar und ist ähnlich halt zu den Planklern. Und der Typ hat auf jeden Fall etwas zu lange auf den Coca-Blättern rumgekaut. Denn der Typ ist einfach nur Mid-Game und auch Late-Game krank. Er gehört definitiv zu einer der stärksten Plankler-Einheiten im Game und ist natürlich gut gegen leichte Kavallerie, Infanterie, schlecht gegen schwere Kavallerie und so weiter, ist ja klar. Und ja, was ganz lustig ist, dass er sich tarnen kann, das heißt, er ist unsichtbar, der Gegner kann ihn nicht sehen und ja, dann kann er einfach so boop, random aufpoppen und auf einmal steht er da und knallt euch alle ab. Wichtiger Hinweis, Kundschafter können sie natürlich immer aufdecken oder auch Dorfzentren, ja, nur als Info. Besonders krass ist hier natürlich nochmal der Big Button in der Kriegshütte, der nämlich einfach die Fernkampfreichweite eurer ganzen Infanterie um 2 erhöht und ja, sollte man auf jeden Fall nutzen, ist natürlich mega stark. Wie jede Indianershilfe dürfen natürlich Pferde nicht fehlen und die gibt's im Pferch. Und ausbilden kann man dann dort den Kenya-Reiter. Der liegt irgendwo zwischen dem Hunsaren oder den Kosaken und ist schon tanky, da er bessere Lebenspunkte als Angriffsstärke hat. Die Schadensaura von eurem Helden kann dabei das aber auch irgendwie ein Stück weit kompensieren. Er ist besonders stark gegen alles, was anfällig gegen schwere Kavallerie ist, also besonders Kanonen, Plänkler und so weiter. Ganz gut ist auch, dass die Einheit nur Nahrung und Holz kostet, also zumindest zum Anfang, weil später macht es dann das auch ein bisschen schwerer, die Einheit auszubilden, wenn dann halt Holz knapp wird. Aber sie ist später mit allen Entwicklungen und der Aura des Heldens und der Kriegsharmonie am Gemeindeplatz in der Panzerung, Angriffsschaden, Geschwindigkeit und nicht zu vergessen der Bonus gegen Artillerie allzu manch andere entwickelte vergleichbare Unit. Also er wird am Ende wirklich strong, aber eben auch schwer mit dem Holz. Ab Age 3 gibt es dann den Musketierreiter. Der ist das Gegenstück so zum Dragoner. Er kann ebenfalls mit der Zeremonie und dem Helden über das Level von imperialen Dragonern gehoben werden, macht aber unterm Strich kostentechnisch eben wenig Sinn und ist aufwendiger als zum Beispiel gegen die Tomahawk-Werfer. Ja, und mit dem Big Button könnt ihr euch dann noch die Ausbildungszeit verkürzen und die Geschwindigkeit eurer Kavallerie verbessern. Also unterm Strich merkt ihr vielleicht auch schon, die Kavallerie ist nicht so das Aushängeschild der Irokesen. Ganz besonders eben bei diesem Stamm ist auch noch, dass sie als einzige Indianer auf Artillerie zurückgreifen können, also auf Schießpulvereinheiten, und die bildet man in der Waffenschmiede aus. Ja Leute, und hier haben wir als erste die Ramme. Und das Ding öffnet jedes Tor und jede Tür, außer vielleicht die Beine einer hübschen Indianerin. Ja, na egal. Die Einheit ist eigentlich alleine ziemlich lost, weil sie keinen Nah- oder Fernkampfangriff hat. Der Baumstamm zählt laut AOE-TÜV nicht als Artillerie, was zum Beispiel Kulfs schlechter gegen sie macht. Sie wird besonders von Einheiten mit Multiplikatoren gegen Infanterie geklatscht. Das Ding ist vielleicht ganz gut, um in der feindlichen Base unter Feuerschutz unbemerkt vielleicht eine Abrissparty bei Fabriken und Dorfzentren oder Wundern zu feiern. Aber eigentlich ist es auch mehr zum Trollen so, ne? Weiter geht es dann mit dem Elite-Schutzschild. Das kennen wir so grob aus den Indianervölkern, die auf der Map spawnen. Dazu haben wir übrigens auch mal ein Video gemacht. Die Dinge haben einen guten Belagerungsschaden und sind gut im Fernkampf, ähnlich eigentlich wie Plänkler. Das macht sie wiederum anfällig gegen Kavallerie, nicht zuletzt auch wegen ihrer langsamen Geschwindigkeit. Das Ding ist halt einfach wie so ein möblierter Anhänger, den man mal mit in den Krieg nimmt. Ganz nice ist aber, dass sie mit Infanteriekarten aus der Heimatstadt mit verbessert werden. Deshalb sollte man sich auch die Karten zuerst schicken, bevor man die Artillerieverbesserung und Karten dafür vornimmt. Die Dinger sind dann wirklich tanky und können nach den Entwicklungen und mit eurem Helden auch über 1000 Lebenspunkte erreichen. Und mit der Karte Belagerungsdisziplin lässt sich der Bevölkerungsbedarf auf 1 reduzieren. Ab Age 4 gibt es dann endlich die leichte Kanone. Endlich mal was Kanonenmäßiges. Endlich haben die mal was Europäisches in die Hand bekommen. Das ist halt eine Mischung aus der europäischen Kulf und Falconet. Das macht sie also stark gegen andere Artillerie als auch gegen Gebäude und Infanterie. Nachteil ist, dass es sehr langsam ist, da sie ausschließlich von den Indianern geschoben wird und damals gab es einfach noch kein Red Bull. Außerdem ist sie nicht so effektiv bei einem Volley-Schuss in Infanterieeinheiten wie die Falconetten und dazu kosten sie aber ähnlich viel wie die europäischen Brüder. Aber hier lässt sich die Anzahl der benötigten Bevölkerungsplätze reduzieren. Übrigens, der Belagerungsdrill Big Button verbessert auch wieder eure Artillerie. Ja, und zum Schluss schauen wir ja nochmal aufs Wasser und da haben wir natürlich ganz unaufgeregt Fischerboote, dann ein normales Kanu, was natürlich auch zum Fischen benutzt werden kann und ein Kriegskanu. Das kann ebenfalls mitsammeln und in größeren Mengen auch Schlachten gewinnen auf dem Wasser. Der Big Button verstärkt nochmal die Lebenspunkte und ansonsten war's das eigentlich auch.
All in all können wir jetzt sagen, dass die Haudenosaunee Shoni im Multiplayer relativ selten zu sehen sind. Das liegt vielleicht einmal an dem Namen, den kein Schwein aussprechen kann. Oder auch vielleicht daran, dass die Wirtschaft im späteren Spiel relativ scheiße ist. Und die Units jetzt auch nicht wirklich die übelste Überraschung sind, ja. Aber was denkt ihr über die Sith? Sind die alten Nationen, den neueren, also wie USA und Schweden und später den Afrikanern, vielleicht einfach unterlegen oder sind sie zu kompliziert? Schreibt einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare, uns würde es mal interessieren. Ja, und Leute, das war's auch wieder mit diesem Nation Guide. Es kommen noch zwei weitere zu den African Siths, die wir später dann in dem DLC bekommen. Aber dann war das auch hier mit dem Nation Guide, also mit dieser ganzen Videoreihe. Wir freuen uns, dass ihr immer fleißig die Videos schaut, dass ihr mit am Start seid. Und wir würden uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, Leute, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Haut rein.